Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Bundestag stimmt über befristeten AKW-Weiterbetrieb ab. Dabei geht es um die noch drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke, die ursprünglich zum Jahresende abgeschaltet werden sollten. Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung sieht einen Weiterbetrieb bis zum 15. April 2023 vor. Die Unionsfraktion will dagegen eine Verlängerung bis Ende 2024. Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin. Die Bürgerinnen und Bürger in 431 Berliner Wahlbezirken sollen erneut abstimmen. Das beschloss der Bundestag am späten Abend. Grund sind die zahlreichen Pannen bei der Wahl 2021. Weil der Beschluss vermutlich vor dem Bundesverfassungsgericht angefochten wird, steht noch kein Termin fest. Schuldenbremse soll wieder eingehalten werden. Der Haushaltsausschuss hat für das kommende Jahr rund 45,6 Milliarden Euro neue Schulden geplant. Das ist mehr, als Finanzminister Lindner ursprünglich vorgesehen hatte. Der Bundestag wird den Haushalt voraussichtlich in etwa 2 Wochen beschließen. Ukrainische Gegenoffensive auf Cherson. Kiew meldet die Rückeroberung von mehr als 40 Ortschaften im Süden des Landes. Präsident Zelensky bedankte sich bei den ukrainischen Soldaten für ihren Einsatz bei dem Vormarsch. Jetzt gehe es in den befreiten Gebieten vor allem darum, Minen und Sprengfallen der russischen Besatzer zu beseitigen. Terrorverdacht nach Messerattacke auf Polizisten in Brüssel. Dabei erstach ein Angreifer einen Beamten und verletzte einen weiteren. Medienberichten zufolge wurde der Täter angeschossen und überwältigt. Die Antiterrorstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Das Wetter in der Mitte sowie im Süden neben Sonnenschein, vor allem in den Niederungen, zum Teil ganztägig neblig trüb. Im Norden und auch im Osten dichte Wolken, aber trocken. 7 bis 17 Grad.